9 Uhr. Hier ist Emden TV, das Samstagmorgen Frühstücksfernsehen der Emder Zeitung mit Edzard Wagner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emden TV. Frisch rasiert, in der Heimat, aber immer noch mit Stretch, Slimline Sportblouson, starten wir eine neue Staffel. Wir sind heute hier am Schreiershof auf dem Penthouse-Balkon von Friede Junkhoff. Wir sind hier zum Frühstück verabredet, hier auf dem wohl schönsten Balkon der Stadt Emden. Und wenn Sie mich jetzt etwas breiter sehen, als ich eigentlich bin, dann hat das nichts mit meinem Gewicht zu tun, sondern vielmehr mit dem Weitwinkelobjektiv, was mein lieber Kameramann Tobi jetzt aufgesetzt hat, weil er sagt, das ist schlecht für dich, aber dafür haben Sie als Zuschauer jetzt den besten Blick. Wir treffen uns jetzt, wie gesagt, mit Friede Junkhoff. Friede sei mit mir. Guten Morgen, Friede Junkhoff. Guten Morgen. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung heute Morgen hier auf den wohl schönsten Balkon der Stadt, würde ich ja mal sagen. Sehr gut. Und aus Fleisch sagt, ich muss mal lecker im Tast trinken. Dankeschön, meine Liebe. Du hast lange Jahre neben einem sehr prominenten Emder gewohnt, nämlich? Neben Bernhard Brahms. Bernhard Brahms, Glockenspielstifter. Im vergangenen Jahr 90-jährig gestorben. Jetzt in diesen Tagen hätte er seinen 91. Geburtstag gefeiert. Am 9. Juli. Friede, wie war eure Wohngemeinschaft hier oben? Eng. Nicht über die ganze Zeit zu Anfang. Also er ist Ende 79 ins Hochhaus gezogen, hier oben in die Wohnung. Ich Anfang 80 zu meinem damaligen Mann Eckart in den 6. Stock unten in einer Apartmentwohnung. Und 86 hatten wir dann die Möglichkeit, das Penthouse hier oben zu kaufen. Und ab da, also die letzten 34 Jahre, war das schon eine sehr, sehr enge, nicht nur Nachbarschaft, sondern Freundschaft. Was war Bernhard Brahms für ein Mensch? Ein immer fröhlicher, immer gut gelaunter, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Er war weise, keiner seiner Ratschläge war verkehrt. Es war ein angenehmes Zusammenleben. Wenn ich morgens bei ihm klopfte oder er guckte auf dem Balkon, da ist schon jemand am Zeitung lesen oder so weit. Und wir haben die Tage miteinander verbracht. Nicht jeden Tag, aber doch schon die meisten der Woche. Der Geburtstag ist ja am 9. Juni. Gibt es in diesem Jahr irgendeine Planung? Es war etwas geplant, und zwar bei einer engen Freundin von Bernhard, bei Eskenan im Garten, war eine kleine Gesellschaft geplant, die wir aber wegen der noch existierenden Corona-Krise abgesagt haben. Wir werden jetzt, wenn es denn dann schon wieder geht, am 28. Juli seinem Todestag diese Feier nachholen. Und ist darüber hinaus noch was geplant? Ja, einen Großteil des Erbes hat die Alasco-Bibliothek bekommen. Das heißt, seine Gemälde, seine Kupferstiche, die Karten, sein ostfriesisches Silber, die ostfriesische Rose, natürlich das Original in Rot von 1750, die Amsterdamer Standuhr und so weiter, wird in der Alasco-Bibliothek präsentiert, und die Ausstellungseröffnung war für den, jetzt war Ende Mai geplant, ist aber jetzt auf den 20. September anvisiert, verlegt worden. Es wird eine wunderbare Ausstellung. Klaas-Dieter Voss und seine Mitarbeiter stellen Unglaubliches auf die Beine, und die Ausstellung wird ein Rundgang durch Bernhards Leben. Passend. Sehr gut. Die aktuellen Ereignisse in Amerika bewegen auch viele Menschen hier in Emden. Und wir von Emden TV wollten uns eigentlich mal aus erster Hand informieren, was denn da eigentlich los ist. Erst Corona mit hohen Infektionszahlen und vielen Toten, jetzt die gewaltsamen Ausbrüche nach dem Tod von George Floyd in Polizeigewahrsam. Was ist los in diesem Land? Wir sind hier verabredet mit Clay Alexander aus Detroit, Michigan. Was für ein Überraschungsgast. Herzlich willkommen. Hallo. Moin. Wie kommt denn ein Mann aus Detroit, Michigan nach Emden? Also ich habe hier in Emden 2016/17 einen Schulaustausch gemacht, und das hat mir so gut gefallen, dass ich wieder zurück für die Ausbildung gekommen bin. Bin jetzt in der Ausbildung bei VW als Mechatroniker. Wow, also tatsächlich die große Liebe gefunden hier in Emden. Das ist natürlich interessant. Sag mal, die aktuellen Ereignisse in Amerika. Erst Corona, Anfang des Jahres, etwas später als hier.
mit großen Infektionszahlen, mit wirklich vielen Toten in den großen Städten. Und jetzt diese ausufernde Gewalt nach dem Tod von George Floyd. Was ist los? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Beziehungsweise auch welche aktuellen Informationen bekommst du momentan von deiner Familie aus Amerika? Also ich höre natürlich viel von Freunden und Familie, wie das alles so im Moment abläuft und wie das ist, wirklich im Land zu sein. Ja. Ich hoffe auch, dass es klar dargestellt wird zu den Amerikanern, was noch an dem Land verbessert werden könnte. Ja, weil für uns ist natürlich immer die Frage, ist denn tatsächlich diese Polizeigewalt gegen Farbige, ist das solch ein Thema in Amerika? Das ist auf jeden Fall ein Thema. Das ist ein Thema seit 10 bis 20 Jahren. Und es wird immer wieder dagegen protestiert. Und es kommt natürlich nicht so zustande. Also, das heißt, in Detroit habt ihr genau solche Erfahrungen gemacht? Ja, genau. Es gibt genug Farbige in Detroit, damit ich sagen kann, dass die Polizei, also die Gewalttätigkeiten, die Polizei an Schwarzen richtet, sind ja nicht angemessen. Wo wohnst du in Emden? Ich wohne an der Küstenbahnstraße. Küstenbahnstraße? Heißes Pflaster, mein Lieber. Naja, in Detroiter ist das gar nichts. Okay, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Jetzt mit einem richtig kühlen, kalten Bier. Prost und danke. Prost. Die Lockdown-Phase der vergangenen Wochen ist ja von vielen Menschen tatsächlich als Katastrophe wahrgenommen worden. Ich halte das für ein wenig übertrieben und ich habe mich mit Unternehmerinnen und Unternehmern in Emden getroffen, die in diesen Tagen ihr 100. bzw. sogar ihr 150-jähriges Jubiläum feiern. Und diese Unternehmen haben in ihrer Geschichte noch ganz andere Sachen erlebt. Kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs gegründet, wie die Situation damals war. Dann im Laufe der Zeit der Zweite Weltkrieg, auch danach Wiederaufbau. Und jetzt halt kurz vor unserem Festakt kam Corona und dann stehst du da. 1920 starb die Stammmutter, die Tochter des Gründerpaares an der spanischen Grippe. 2 Jahre später durch die Kriegsviren traumatisiert verstarb ihr Ehemann und hinterließ 2 Waisen, die bis dato eigentlich sehr begütert waren, aber 1930 durch die Weltwirtschaftskrise plötzlich ja, verarmten. Mein Großvater zusammen mit Georg Schmeding führten dieses Unternehmen durch die Kriegsviren. Allerdings wurde das Unternehmen zweimal ausgebombt, 1940 und 1941. Mhm. Ja, also die markantesten Punkte sind sicherlich für die Generation vor uns, also für deinen Vater, meinen Schwiegervater, der Wiederaufbau Emdens nach dem Krieg gewesen. Ja. Es gab kaum Material. Schwiegervater hat erzählt, er musste rumfahren, um Material zu besorgen. Es wurde alles aufgebaut, divers. Anschließend hatten wir den Neubau des Kraftwerkes, den Neubau der Friesia-Raffinerie, den Neubau des VW-Werkes. In den 70er Jahren das letzte große Projekt, den Neubau von Friesia-Kohle. Bei allen großen Sachen kam mein Schülervater maßgeblich beteiligt. Das war die Herausforderung der Generation. Also Corona ist sicherlich für uns schon einschneidend, aber bei weitem nicht die Herausforderung in unserer Firmengeschichte. 185 Jahre, dort waren ganz andere Dinge zu bewältigen. Erster Weltkrieg, Währungsreform, Zweiter Weltkrieg, Totalzerstörung, dann der Wiederaufbau. Dagegen ist dieses Corona schon eine, denken wir, zu bewältigende Situation. Mhm. Jetzt sitze ich hier noch hoch und trocken bei Friede Junkhoff auf dem Balkon, aber ein Fingerschnipp und ich bin drüben am Duckedamm mit Joke Doden, einem der Organisatoren eines großen Volkslaufes in Emden. Buddelbee ob Duckedamm van dag mit Johann Joke Doden. Moin, Ersem. Moin. Und moin, Ersem. Prost. Lecker warm Bier. Muss ich probieren? Ja, nee. Ist gut, ja. So ist gut. Wir sind in den Kopf da. Lecker. Serim, du bist ja nur von Emden Laufgemeinschaft. Du bist ja ein hell sportlichen Kerl.
Und ob diese Zeit Löwig von da 6 Uhr, da wäre ja nur, eigentlich wäre ja nur Matches Lobfest. Ja. Das ist ja nur Ski, dass das ja nicht stattfinden darf. Ja, normalerweise haben wir nun hast Kraft. Ja. Wir stunden also ungefähr ein Bärboot. Ja. Bisschen abrühmen. Ja. Ja. Und hoffentlich bei mooi Wehr wird lopen, aber ist nun nicht. Nee, ist nun nicht. Wir haben ja heel Vorbereitungen gehabt, aber wann haben wir dann entschieden, dass wir das ja nicht machen? Die Entscheidung, die ist getroffen worden, war eigentlich Ostermontag. Ostermontag? Ja, da haben wir zusammen gesessen. Ja. In Lütsche Runde, hier in Wolthusen. Ja. Ja, und dann haben wir überlegt und gesagt, uns läuft ein bisschen auf die Zeit weg. Ja. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, da wir gesagt haben, da können wir machen, 2500 Lü in Feldernstraat. Ja. Und Körper an Körper und Schulle an Schulle. Ja. Das geht nicht. Wir haben gerne gemacht. Ja. Aber ist nun mal nicht. Und dann würden wir hoffen, dass das nächstes Jahr klappt. Was war das denn? Haben wir denn auch so überlegt, als der das bei die Ossilo gemacht haben, dass die so online oder in Physik und dann wird das irgendwo rechnet und so? Der Matthias-Lauf, das ist ja ein Highlight auch mit dem Matthias-Fest, was daneben läuft und dann ist die Stadt voll, die brodelt und sowas. Ja, das virtuell Dürtau-Trecken, da haben wir gesagt, kurz Gedanken, aber dann haben wir auch gesagt, nee, das wird nichts. Das lassen wir loben. Das muss in Real gehen. Das muss in Real gehen. Dann machen wir das eine Jahr mehr und nicht im Internet. Ja. Ich trinke noch eben Bude Bier und dann habe ich noch ein Lütchen was für mit dir, weil ich habe nicht gerade sehen, du siehst ja, ich habe so ein Moi, die original Stretch Slimline Sportblouson. Mann, ich will doch immer überlegen, ob wir nicht einmal uns Blousons tauschen dürfen. Ja, das können wir machen. Wir können kicken. Im Lütschi Versuch. Ja, komm mal, das probieren wir mal. Also. Ich lüfte das erste Mal im Fernsehen, dass ich mir einen Blouson auftrecken darf. Schön auf Abstand. Auf Abstand, ja. So. Ja, ich habe extra auch eine Nummer Grote mitgenommen. Der passt die. Oh. Da muss ich ein bisschen Luft anholen. Bodebeer auf Duckedamm vernahmt. Mit Jokedon und Jokedon in mein Moi Stretch Slimline Sportblouson. Best bedankt, dass du hier warst. Jetzt ab. Ja, also da die Matjes-Saison losgeht und dieses Wochenende ja eigentlich das Matjes-Fest wäre, habe ich euch Matjes Hausfrauenart vorbereitet und ein paar Pellis für nachher. Pellis und Matjes nach Hausfrauenart. Ganz lecker, Friede, lecker. Mensch, das ist ja klasse. Da kriegt man ja sofort schon wieder Appetit. Aber sag mal immer eine Frage. Ja. Matjes nach Hausfrauenart, darf man das heute gendermäßig überhaupt noch sagen? Ich wüsste keine Alternative. Also ich hole mir da noch mal einen fachkundigen Rat von der Hochschule in Emden. Birte Engelberts, du bist hier an der Hochschule Emden Lehr als Lehrbeauftragte tätig mit dem Schwerpunkt Kultur und insbesondere Gender-Sensibilität. Was ich hier mitgebracht habe, sind Pellkartoffeln und der berühmte Matjes-Topf Hausfrauenart. Du als Expertin, ist das ein Begriff, den man heute eigentlich noch angesichts der ganzen Gender-Debatte noch benutzen darf? Also erstmal sieht das sehr lecker aus. Zur Begrifflichkeit. Das ist ja ein sehr traditionell geprägter Begriff hier bei uns in Ostfriesland. Ich nehme an, der geht in die 60er Jahre zurück. Dort finden wir erste Rezepte in traditionellen Kochbüchern. Und ich denke, da dieser Begriff so sehr traditionell geprägt ist und wir damit nicht unbedingt dieses negative Rollenbild, das, sage ich mal, sich als Stereotype verankert hat, die Rolle der Hausfrau und Mutter in Verbindung gebracht wird, sondern wirklich die Tradition bei dem Rezept im Vordergrund steht und es für uns auch gerade hier in Ostfriesland ein Stück weit Heimatverbundenheit bedeutet, denke ich, können wir diesen Begriff ruhig so stehen lassen, okay. Matjes nach Hausfrauenart. Also, Birte Engelbert sagt, Matjes nach Hausfrauenart darf Matjes nach Hausfrauenart bleiben.
Welcher Meinung sind Sie? Wir interessieren uns für Ihre Meinung. Schreiben Sie uns auf allen Kanälen der Emder Zeitung. Das war die erste Ausgabe von Emden TV wieder. Ihnen allen ein schönes Wochenende, vielleicht ja auch mit Matjes und Pellkartoffeln. Bis nächste Woche. Tschüss. Die Herren arbeiten im Bett. Und ich tippe darauf, das ist eine klassische Horizontal-Ensemble der Marke Andante aus dem Hause Unisono mit einer Auflage aus gedrilltem Volant und einzeln aufgehängten Spannmuffenfedern. Loriot lässt grüßen, Dirk und Peter Barschhorn. Ist das euer üblicher Arbeitsplatz hier? Bei der täglichen Qualitätsprüfung. Dann aber bitte die Bauch-, die Seiten- und die Rücklage. Und nach dem Schlaf nehmen Sie gerne eine Tasse Tee mit etwas Gebäck. Das war Emden TV, das Samstagmorgen-Frühstücksfernsehen der Emder Zeitung. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende.